Okay, Alibaba und die sieben Räuber. War das doch, oder? Was haben wir hier? Ein fantastischer Kauf, Bruder Fulat. Beim Durchstöbern der Büchermärkte fand ich eine Abschrift der Sammlung der Verse der Araber. Sie beinhalten sogar das Gedicht, welches Kab ibn Zuhair dem Propheten höchstpersönlich vortrug. Dieser war so bewegt davon, dass er Kab seinen Mantel umlegte. Keinem Dichter wurde je solch eine Ehre zuteil. Du musst zu mir kommen, damit ich dir und deinen Freunden die Verse vortragen kann. Dein Bruder im Schatten, Tabit. Okay. Jede Menge Hinweise. Hallo. Ah, okay. Ist auch so einer, der alles irgendwo verteilt, aber nicht hinter sich. Hier kommt später bestimmt auch noch irgendwer. Gut. Gut, gut, gut. Und wollen wir mal gucken, womit wir uns als nächstes die Zeit vertreiben. Die hatten einen Schatz, also vor jedem Stein Simsalabim oder so sagen. Ja, irgendwie sowas war das doch, ne? Oder Sesam, öffne dich. Der Kopf des Orden. Mhm. So, wir kennen ja Assassin's Creed. Da sie hier auch aufgeführt ist, hat das bestimmt irgendwas damit zu tun. Hier haben wir jetzt noch eine Assassinengeschichte. Unser erster Stützpunkt in Bagdad. Gelange zum Bruderschaftshaus in Abbasid. Finde Alibabas Tochter. Suche Rifka im Bruderschaftshaus in Al-Kark. Finde Fulat und spreche mit ihm. Ich glaube, ich bringe Darwin erstmal seine komischen Dings. Weil wir eh gerade hier sind. Da. Ich würde sagen, hä, wo kam ich denn hier nochmal raus, ohne rüber zu klettern? Aber ich habe erst 2 von 3 gesammelt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann machen wir doch noch was anderes. Kümmere ich mich, glaube ich, erstmal da drum. Marchana. Also müssen wir nach Süden. Und er keucht schon wieder. Ich laufe gerade wieder ganz komisch, kann das sein? Warum tue ich das? I don't... Was ist denn hier jetzt eigentlich los? So. Ui! Finde ich aber cool, wenn sie die Geschichte von Alibaba und den sieben Räubern jetzt hier mit einbauen würden. Oh, 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 da ist ein Typ mit einer Scherbe. Wartet. Nee, einmal ist es das dritte Artefakt und ein Typ mit einer Scherbe. Ich versuche mich erstmal an dem Artefakt. Der Kalif, Allah möge ihn segnen. Die an der Hüfte habe ich von Palais Übrigens, mal gucken, wie schwer es diesmal wird. Und wie viele Anläufe ich brauche. Zu viele wahrscheinlich. Hui! Direkt geschafft. Ich bin doch gut. Ich bin so gut. Okay, dann können wir uns nämlich gleich den Typen mit der Scherbe krallen. Eine buddhistische Gebetstafel, okay. So, wo ist der Typ mit der Scherbe? Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Begebt euch auf eigene Gefahr dorthin.
Was starren die mich so an? Der Muttersipp möchte alle Händler daran erinnern, dass alle Gefäße und ihre Inhalte zum gerade Schutz vor Fliegen und anderem Getier bedeckt zu halten sind. Ihr wisst, wen ich meine. So, ich bin sofort wieder da. Da. Kriege ich beide gleichzeitig? Momentan nicht verfügbar. Ich hab dir nichts gesagt! Er hat gerade jemanden getötet! Aua. Der kann doch nicht so. Aua. So. Noch eine Scherbe. Ja, wundervoll. Und jetzt müssen wir Alibabas Tochter finden. Und dann zu der nördlichen Oase zurück. Viel zu viel zu tun. Aber wir gehen jetzt gerade nach Süden. Das ist eigentlich ist das Mist. Da ist noch einer mit einer Scherbe. Haha. Hier ist ein Mitglied von Athia. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Mir ist einfach kein interessiert, dass ich da einfach jemanden direkt auf der Straße abgestochen habe. So, wir haben jetzt 3 Scherben. Und noch ein Hinweis. Aber das mache ich gerade... Hallöchen, Dominik. Das mache ich gerade nur, weil es eh auf dem Weg lag. Da lang. Wir sind auf dem Weg... Ich schaffe es nicht zur Zeremonie. Alibabas Tochter. Irgendwo an dem südlichen Tor. Da ist noch eine Schatzkarte. Ja, aber das hatten wir doch auch schon. Sehe ich das irgendwo? Du musst dich synchronisieren, um die Schnellreise zu nutzen. Ich war doch da oben und habe das synchronisiert. Was ist denn das? Eigentlich war ich da oben schon. Ja, schwierig. So. Ich werde jetzt aber eh nur noch spielen, bis das Essen dann fertig ist. Mir geht's sehr gut. Supidupi. Ich war 2 Tage im Büro, habe das Gefühl, schon wieder eine Erkältung zu kriegen, aber ansonsten geht's mir supidupi. Es ist nur noch das Schlafzimmer, was renoviert werden muss. Da sind wir fertig. Okay, jetzt haben wir den wichtigen Ort auch. Die Sache ist jetzt aber die, dass ich das immer noch nicht verstehe, warum das halt nicht gesynkt hat, obwohl ich da oben schon mal war. Ah. Hat der gerade Omi gesagt? Was ist da? Historische Städte. Raub des... Ah, das sind die Aufträge. Oh Gott, die haben ja auch noch. Nee, ich mache jetzt erstmal Alibabas Tochter. Ich verzettel mich schon wieder. Ich kann mir vorstellen, dass wir beim nächsten Mal einfach so 2-3 Aufträge vielleicht mal machen, um uns das auch anzugucken. Aber so würde ich jetzt erstmal... Ja, ist ja gut, ich gehe außen rum. Aber so würde ich, glaube ich, erstmal questen. Wir müssen zu Alibabas Tochter. Aber Dominik, wie geht's dir denn? Bist du mittlerweile wieder zu Hause oder bist du immer noch bei dem... Alkark. Alkark, nicht Karak. Nein, will ich jetzt auch gerade nicht hin. Nein, 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 nein. Raus da.
Das wird sich auch nie ändern, dass du aus Versehen irgendwo in einen Heuhaufen springst. Ja, ist ja gut. Anwesen des Steuereintreibers. Wow. Also hier wäre ich auch gerne Steuereintreiber, du. Ja, wir haben es bald geschafft. Gott sei Dank. Es ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl zu wissen, dass da das Ganze einfach mal ein Ende hat. Und ich glaube, jeder, der schon mal mehr als nur ein Zimmer renoviert hat oder einfach nur in Klammern was umgeräumt hat, weiß genau, wie sich das anfühlt. Oder selbst wenn man nur einen Raum gemacht hat. Jeder, der selber schon mal renoviert hat, weiß, wie sich das anfühlt. Super. Nein. Wenn man zu schnell irgendwo lang läuft. So, lass mich raten, das hier muss ich auch nochmal neu sinken. Natürlich. Mal. Auch hier irgendwas. Was müsste das da sein? Nicht funktioniert hat. Das verstehe ich halt einfach nicht. Jungfrauenkloster, okay. Ja, ich gehe ja schon. Lass mich einmal das hier nehmen. Was haben wir denn hier? Dima, Regelwerk für Nichtmuslime. Der Begriff Dima bedeutet unter anderem Verpflichtung und war insbesondere zur Zeit der Abbasiden ein System, unter dem eroberte Völker bestimmte Steuerpflichten gegenüber der Regierung hatten. Eine davon betroffene Person wurde Dimi genannt und war oft ein Nachkomme der Christen, Juden, Zoroastrier und anderer, deren Gemeinschaft unter die Kontrolle des Abbasidenreichs gelangt waren. Sie stellten einen großen Teil der Bevölkerung des Reiches dar. Ihr Status wurde durch Koranverse gerechtfertigt, welche zwischen monotheistischen Nichtmuslimen und polytheistischen Heiden unterscheiden. Letztere mussten bekehrt werden, während erstere ihr Leben, ihren Besitz und ihre Religionsfreiheit behalten durften, wenn sie dafür ihre Treue schworen und eine Steuer zahlten. Steuerbelege wie dieser waren deswegen sehr wichtig für sie, um ihren Status zu belegen. Viele, die von der Dima betroffen waren, hatten einen wichtigen und öffentlichen Anteil am Imperium. Syrische Christen waren zum Beispiel maßgeblich an Übersetzungsinitiativen beteiligt. Der berühmteste Übersetzer jener Zeit war Hunayn ibn Ishaq, ein nestorianischer Christ und Arzt. Als Experte in Arabisch, Syrisch, Griechisch und Persisch übersetzte er mehr als 100 Werke, wobei er auf medizinische und wissenschaftliche Texte spezialisiert war. Dafür wurde er großzügig bezahlt. Er verdiente etwa so viel wie mancher Provinzstatthalter. Manch anderer Dimi diente den Abbasiden-Kalifen als Arzt, Astronom, Steuereintreiber oder sogar Visier. Diese Strategie war aus Eigennutz der Kalifen entstanden. Während der islamischen Expansion im 7. und 8. Jahrhundert hatten nur sehr wenige Muslime das administrative Wissen, um das Tagesgeschäft der Städte aufrechtzuerhalten, die sie eroberten. Und wenn man der bestehenden örtlichen Oberschicht einen gewissen Einfluss zugestand, fiel diesen eine Kapitulation sehr viel leichter. Zur Zeit der Abbasiden traf das noch immer zu. Als Kalif al-Mansur versuchte, jeden einzelnen Dimi aus seiner Verwaltung zu entfernen, musste er sie bald aufgrund ihres Fachwissens auf ihre Posten zurückholen. Ha, blöd. Gut, da müssen wir hoch. Da, 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 da. Einmal hier. Okay, ich will da hoch. Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Wow. Nein.
komme ich hier hoch? Ah, ist das anstrengend. Wie komme ich denn da hoch? Hoppala. Ich bin gleich weg. Ja, ja. Da. So, sehr gut. Ich will doch nur da hoch. Ich bin auch direkt wieder weg. So. Hoch. Da. Nicht hier. Eieiei. Okay. Man kennt's. Einmal ganz nach oben. Also das möchte ich halt schon gerne machen, dass wir alle Aussichtspunkte wieder freischalten. Eine typische Ubisoft-Geschichte, die ich sehr, sehr gerne mache. Hui! Ich mag das ganz gerne. Ich weiß, viele hassen das mit den Karten so freischalten, also mit den Aussichtspunkten irgendwelche Sachen einnehmen, wie man das zum Beispiel auch in Far Cry kennt oder so. Aber ich finde das eigentlich ganz geil. Easy. Oh, eine Händler-Gefallensmünze. Nice. Wir sind jetzt am südlichen Stadttor, oder? Da. Granatapfelturm. Das könnte sie sein. Nee? Muss ausgewogen sein. Jeder respektable Kaufmann weiß das. Wenn mein Vater das sehe. Marjana. Hallo, Nala. Tochter von Ali Baba. Wer fragt? Nenn mich Basim. Wir haben deinen Brief im Bruderschaftshaus empfangen. Ah, die Verborgenen. Ja. Hätte ich noch länger gewartet, wären meinen Kamelen Flügel gewachsen. Überspringen wir das Gewäsch. Komm, die Zeit rennt. Das sollten wir auch. Moment, wo gehen wir hin? Meinen Vater suchen. Geh du voran. Ich habe die Pferde gesattelt. So, dann bauen wir mal. Wir kommen hier. Ach, kleine Nala, komm her. Nicht? Dann nicht. Wenn sie nicht will, dann hat sie schon. Tschüss. So, Alibaba. Wie hast du uns gefunden? Man hört so einiges in Bagdad. Vor allem, wenn dein Vater jeden Händler der Stadt kennt. Alibaba. In deinem Brief stand, er schwebe in Gefahr. Zweifellos. Hast du von den 40 Räubern gehört? Die berüchtigten Wie Räuber, kam ich denn auf sieben? Angeführt vom König der 40? Diebe. Der Legende nach führt er ein Flammenschwert. Die Jungs, mit denen ich aufwuchs, redeten unablässig von ihm. Ich hielt ihn für eine Legende, ein Ammenmärchen. Mein Vater hatte mit ihnen zu tun. Für Räuber sind sie überraschend geschickte Händler. Dein Vater traf sie in ihrem Revier?
Eine schreckliche Idee. Ich warnte ihn 1000 Mal, sich nicht mit ihnen einzulassen. Doch meine Worte waren wie der Wind. Und wohin hat es geführt? Ich arbeite mit Verborgenen, um ihn zu schützen. Du musst deinen Vater lieben, wenn du einen Verborgenen als Wache anheuerst. Wir reisen zusammen. Und ich bin die Beschützerin seiner Karawane. Ich bin für sein Wohlbefinden verantwortlich. Und als Tochter sorge ich mich. Man darf diese Räuber nicht unterschätzen. Du bist mein Notnagel, falls ich Hilfe brauche. Der Plan ist einfach. Wir beobachten aus der Ferne und falls etwas passiert, folgst du mir einfach. Ein unbekannter Fall. So. Murphy macht... Es ist einfach so schön. Wir sind da. Ich glaube, es gibt auch gleich Essen. Was haben wir denn hier? Alibabas letzter Wille. Zufaha, das Pferd meines Vaters. Allah verfluche euch alle! Ich reiße sie in Stücke für die Ratten! Warte, Marjana. Wir wissen noch nicht, was geschehen ist. Geh her, Basim. Ja, lass mich doch erstmal den Brief lesen. Oh, blöde Ische. Wenn du diesen Brief findest, dann geh davon aus, dass ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Ich habe viele Geheimnisse der 40 Räuber aufgedeckt, aber nicht alle. Alles, was ich herausgefunden habe, ist in meinem Tagebuch zusammengetragen. Es liegt sicher in meiner Schreibstube. Nutze dieses von mir gesammelte Wissen, um diese diebische Plage zu besiegen. Möge Allah dich segnen. Das Versteck der 40 Räuber. Da haben wir noch was. Sekunde, wo ist es? Da, es ist am Blinken. Oh, oh. Das wäre auch zu einfach. Sorry. Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt eine schlaue Idee ist, aber hier würde ich für heute erstmal einen Cut machen. Das wäre ein bisschen traurig, wenn wir jetzt wirklich schon die Hälfte durch hätten. Und Zero, Hallöchen. Ja, lang ist's her. Wie geht's dir, mein Bester? Hallöchen. Genau, wir waren bei den 40 Räubern. Weil ich hier... eigentlich nur das Ding haben wollte. Wie nah muss ich ran? Sehr gut. 1001 Nacht. Sehr gut. Stress ist vorbei. Doch, Stress ist eigentlich vorbei. Jetzt kann man wieder leben. Und das ist sehr gut. 1001 Nacht. Die arabische Sammlung von Volkssagen 1001 Nacht, die auf der reichen Tradition der indischen und persischen Literatur aufbaute, wurde erstmals im 9. Jahrhundert in Bagdad veröffentlicht. Trotz ihres Namens enthielt sie ursprünglich etwa 200 Erzählungen vor zeitgenössischen Hintergründen, etwa den großen Städten Bagdad und Damaskus, dem Kalifen Harun al-Rashid oder dem Leben auf dem Bazar. Klingt nicht nur super, ist super Zero. Im Mittelpunkt der Erzählung steht die berühmte Rahmenhandlung von der listigen Scheherazade, die sich bereit erklärt, den König Schahyara zu heiraten, um den Tod weiterer Frauen zu verhindern. Denn nachdem seine erste Frau ihn betrogen und ihm das Herz gebrochen hatte, fasste der König den Entschluss, jeden Abend eine neue Frau zu heiraten und sie am nächsten Morgen hinrichten zu lassen, sodass ihm niemand mehr untreu werden konnte. Scheherazade allerdings erzählte dem König jede Nacht einen Teil einer Geschichte, die sie immer an einer spannenden Stelle unterbrach, damit der König ihr Leben verschonte, um am nächsten Abend das Ende der Geschichte hören zu können. Die Geschichte, die sie erzählt, sind
Die Geschichten, die sie erzählt, sind sehr unterschiedlich. Einige sind kinderfreundliche Fabeln, andere hocherotische Gedichte für Erwachsene. Einige sind nur ein paar Absätze lang, andere erstrecken sich über Dutzende von Seiten. Sie behandeln unterschiedlichste Themen, unter anderem auch Gerechtigkeit und die ungerechte Art, mit der König Schahriar seine Frau behandelt hatte, seine Frauen behandelt hatte. Das Thema der Frauen, die durch das Erzählen von Geschichten Leben retten, war besonders beliebt. Hier abgebildet sind einige Szenen aus der Geschichte von Sindbad, in der die Frauen des Harems Geschichten erzählen, um das Leben eines jungen Prinzen zu retten. Der Buchverkäufer Ibn an-Nadim im 10. Jahrhundert äußerte sich geringschätzig über Tausend und eine Nacht und erachtete die Themen als unangemessen für ein kultiviertes Publikum. Aber anscheinend teilten nicht viele seine Meinung, denn die Popularität der Geschichtssammlungen im Abbasidenreich sorgte dafür, dass sie sich im ganzen Reich und darüber hinaus verbreitete und bis heute überlebt hat. Geschichtenerzähler und Autoren aus unterschiedlichen Kulturen haben seit jeher immer wieder einzelne Geschichten weggelassen, hinzugefügt oder umgeschrieben. Ein paar der bekanntesten Erzählungen, wie die von Aladdin oder Ali Baba, wurden erst im 18. Jahrhundert hinzugefügt. Diese langjährige und kulturübergreifende Evolution erklärt möglicherweise den universellen Reiz von Tausend und eine Nacht. Ja, ich bin großer Fan von den Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Ich finde die mega gut. Also gerade Aladdin, mega gute Geschichte. Ich mag das. Aladdin und die Zauberlampe. Hier lang. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Ich sehe meinen Vater nicht. Na. Wir müssen da runter. Sofort. Was ist mit "Wir beobachten aus der Ferne"? Die Zeit des Beobachtens ist vorbei. Meines Vaters Leben steht auf dem Spiel. Ich gehe. Nein, warte. Ich schalte sie aus. Lautlos. Wir sind hier in ihrem Revier. Wir müssen vorsichtig sein. Na schön. Zeig mir, wie ihr sowas macht, aber beeil dich. So, wir warten, bis der eine weg ist. Dann locken wir den anderen hier ran. Wo kam das denn her? Ja, wo nur? Diesmal nicht. Jetzt warten wir, dass der andere wieder herkommt. Okay. Stray, Hallöchen. Müsste er eigentlich gleich wieder hierher kommen, oder? Yay! Was? Was? Schon ein bisschen lustig, wie die sterben. Angelockt. Hey, so. Was ist das denn, Mieren wir? Ein ganzer Dirham! Ja, wir assassinieren die 40 Räuber. Aktuell sind es einfach nur die 40 Räuber. Also nur. 38 Räuber. Nee, einen haben wir gestern schon getötet. Warte mal. Hier ist jemand. Waffen bereit halten. Okay, das war gut. Und holen wir uns jetzt noch den anderen hierher. So, und jetzt haben wir da noch 4 Leute.
bin jedenfalls wieder daheim angekommen, war auch nur circa 12 Stunden Reisezeit. Ach du Gütiger. Okay, das ist schon hart. Oh shit, das sind zwei. Interessiert das nicht mehr, dass ich seinen Kumpel direkt vor ihm weggeschnatzt habe. Was ist denn das? Oh Mann. Was in aller Fähre? Wenn es sein muss. Irgendwas stimmt hier nicht. Da war doch was. Hey! Nee, da war nichts. Endlich passiert hier mal was, was? Hat ja nicht wirklich gesagt, oder? Ich reiß dir die Gedärme raus. Das will ich sehen. In Stimmung, etwas Blut zu vergießen. Oh, 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 falsch gedrückt. Ja, mehr Glück als Skill, die Frau auf jeden Fall. Was könnte da hinten chillt einfach weiter sein Leben. Jetzt kommt sie. Unfassbar. Achso. Warte, kann ich das? Aua! Will ich nicht kommen sehen? So. Warte! Okay, das ist wirklich Mist. Okay, jetzt im Stream auch wieder da. Doofes Internet hier daheim. Ah, ich kenne das nicht nur von. Hier. Oh, oh. Ich muss ganz kurz abfechten. Was machen? Mein eines Keylight verabschiedet sich nämlich gerade. Nein. Hier ist geil. So, wartet mal ganz kurz. Ich würde sagen, das ist Alibaba. Ja, ich bin hier. Ach. Nein! Ich bete zu Allah, dass er nach Janna kommt. Danke. Hallöchen, G-Man. Ich glaube nicht, dass das alle Räuber waren. Es muss noch mehr geben. Ja, 40 ungefähr. Wir müssen los. Nur mal so am Rande. Ja. Mein Vater muss begraben werden und in Erinnerung bleiben, so wie es sein soll. Triff mich in meinem Haus unweit des Bazars. Dort wirst du für deine Dienste entlohnt. Ey, sehr gut geht es mir. Wir sind heute fast etwas über 9 Kilometer spazieren gegangen bei mega geilem Wetter. Jetzt zieht sich das gerade ein bisschen zu. Wir waren also genau richtig unterwegs. Und waren sehr schön im Wald und an Wasser und so überall unterwegs. Und jetzt so ein bisschen den Abend auschillen. Also den Abend, den Nachmittag. Fall enthüllt, Alibabas Anwesen.